Moment! Was ist? So kann das nicht weitergehen. Eure Streitereien bringen mich noch um den Verstand. Mal ganz offen. Mein Augenlicht habe ich wohl für immer verloren. Und trotzdem will ich bei euch bleiben. Bis zum Ende. Ignis, das ist zu riskant. Wenn du weiter mit uns kommst, bist du in ständiger Lebensgefahr. Aber wir sind doch da. Wir können ihn aber nicht ständig beschützen. Na dann, soll er selbst entscheiden. Es geht aber nicht darum, was er will. Das weiß ich. Ich erwarte keine Rücksichtnahme. Wenn ich zur Last werde, verabschiede ich mich von alleine. Was ist, Euer Majestät? Noct. Als König musst du für ein höheres Ziel kämpfen. Ohne Rücksicht auf Opfer, Verluste oder Freundschaften. Gladior. Noct wird bereit sein. Doch er braucht noch etwas Zeit. Ja, schon gut. Aber froh bin ich nicht. Ist das klar? Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. Ja, wie ich mir schon gedacht habe, Ignis hat wohl für immer sein Augenlicht verloren. Nun ja, und er sagt halt, er will mitkommen, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Andererseits bin ich natürlich über jede Hilfe, wenn sie noch so klein ist, sehr, sehr dankbar. Also schauen wir mal, wie es mit ihm weitergeht. Wenn euch denn das Video ein bisschen gefällt, will ich mich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen. Und ansonsten schauen wir, wie es jetzt weitergeht. In der letzten Folge hatten wir ja das Samurai des Kriegers erhalten, glaube ich, hieß. Samurai des Kriegers, glaube ich, hieß es. Da schauen wir doch gleich mal nach. Eine neue Königswaffe. Dann schauen wir doch mal, was die kann. Aber erst kehren wir zum Bahnsteig zurück. Und ich hoffe mal jetzt, dass die kleinen Kriegereien dazwischen Noct und Gladius endlich mal begraben werden. Das sind bloß Nebenschauplätze, sage ich immer. Es bringt keinem was. Bahnhof Catanica. Ein Bahnhof in der imperialen Region Sukarp. Hier wird weniger für den Personen- als den Güterverkehr genutzt. Auf Geheiß des akkadischen Premierministers hat sich das Zugpersonal bereit erklärt. Bla 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 bla. Sag mal, können wir vielleicht doch nach Tenebrae? Klar, von mir aus gern. Wenn's dir dann besser geht. So, dann schauen wir uns doch mal die Königswaffe an. Okay, Katana des Kriegers. Hat aber immer noch nicht so viel Angriff wie zum Beispiel das hier, Klinge des Eroberers. Und ich habe auf jeden Fall weniger LP, deswegen werde ich die Waffe nicht nehmen. Aber ich will auf jeden Fall... Feuer haben wir nichts mehr. Machen wir uns auch mal Blitz rein. Einen normalen Blitzzauber. Okay. Und ich muss auf jeden Fall wieder sammeln. Feuerelement und Eiselemente. So, aber jetzt würde ich sagen, ab nach Tenebrae. Da schon der Schaffner. Was gibt's hier noch? Mega Phönix. Können wir hier irgendwo übernachten? Gibt es hier ein Bettchen? Ich glaube nicht, oder?
da gibt es, glaube ich, noch Loot. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, dann würde ich sagen, ab nach Tenebre. Und dann schauen wir, ob wir da eine Übernachtungsmöglichkeit finden. Dass wir auch mal die ganzen XP gut geschrieben bekommen. Wer haben wir denn jetzt mittlerweile schon? 8.419, benötigt 7.505. Das heißt, wir können auf jeden Fall ein Level abmachen. Aber jetzt schau mal, was der Schaffner zu sagen hat. Möchten Sie weiterreisen? Nach der Abfahrt kannst du nicht mehr umkehren. Bist du bereit für die Fahrt nach Tenebre? Ja. Ja, danke. Bitte nehmen Sie drinnen Platz. Ich gebe dem Zugführer Bescheid. Sag, wenn dir unwohl ist. Ja, keine Geheimnisse. Oh, der Zug. Versprochen? Ja, versprochen. Vorsichtig, Ignis. Was soll die Besorgnis? Ohne ihn bin ich verloren. Oh, ehrlich? Das ist ein komischer Kauz wieder. Der regt mir auf. Hinterhältig ist der. Trophäe erhalten, die Bürde eines Königs. Ah, okay. Wir leveln. Stufe 35. Oh, was machen wir denn da für ein Foto? Das nehmen wir mal mit. Okay. Kapitel 11. Falsches Spiel. Ignis Entschlossenheit. Ist es zu verdanken, dass sich die Spannungen in der Gruppe wieder lösen. Mit neuer Kraft und neuem Mut steigen die vier Freunde zurück in den Zug und machen sich auf den Weg nach Tenebre in die Heimat von Luna Freya. Wo es ja noch nicht ganz sicher ist, dass Luna Freya tot ist. Ich hoffe mal, dass er nicht tot ist. Es hieß ja, dass sie angeblich vermisst ist. Also es wurde anscheinend keine Leiche gefunden. Also könnte es ja vielleicht sein, dass er noch lebt. Was ja eigentlich eins der Hauptziele in dem Spiel war, oder Hauptaufgaben, dass ich zu der Hochzeit komme und sie heiraten tue. Wäre schon krass, wenn es jetzt nicht mehr, gehen würde. Aber naja, das sehen wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall. Irgendwie entspannend. Ja. Fährst du ab Gralia den Regalia? Wenn ihr stimmt, kann gar nicht mehr fahren. Wir hätten den Regalia zurücklassen müssen, wenn Camelia uns nicht geholfen hätte. Aber sie ist eine knallharte Geschäftsfrau. Ja, ein Jammer mit den Funkgeräten. Beim Kampf gegen Leviathan. Hm? Als das Imperium den Rückzug antrat, fiel mir ein Luftschiff auf. Das des Kanzlers. Kurz nachdem meine Augen verletzt wurden, konnte ich gerade noch erkennen, wie es zum Altar flog. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Kurz darauf verlor ich das Bewusstsein. Ich bin nur froh, dass du noch lebst. Ist da jemand gekommen? Ja, Gladio ist zurück. Wo war er überhaupt? Auf Informationssuche. Ich hatte etwas aufgeschnappt. Sir, Auftrag erledigt. Ein Glück. Worum geht es denn? Um die längeren Nächte. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass sie immer länger werden? Bereits in Luzis hatte ich davon gehört. Aber in den letzten Tagen ist es mir auch selbstbewusst geworden. Ach so. Wenn das so weitergeht, dann ist es bald... Für immer Nacht. Das ist natürlich nicht gut. Ich fürchte, das wäre keine Übertreibung. Drei der sechs Götter sind vernichtet worden. Kein Wunder, dass sich das auf die Sterne und die Welt auswirkt. Ja. Längere Nächte bedeuten mehr sicher. Das spüren wir alle am eigenen Leib. Ich habe vorhin gehört, wie sich einige Fahrgäste darüber unterhalten haben. Und darum... Darum hat er mich losgeschickt, um mich umzuhören. Ich verstehe. Gehen wir, Ignis. Sie erwarten uns schon. In Ordnung. Bis später, Nocht. Ja. Okay, das wären natürlich zwei schlechte Nachrichten, sage ich jetzt mal. Die erste war mir gleich gar nicht bewusst, aber Ignis fährt ja den Regalia. Das würde er jetzt wahrscheinlich nie mehr machen können, wenn er blind ist. Und das zweite mit den Göttern, ja, ist auch krass.
wenn die Nächte jetzt immer länger werden. Oh, da bist du ja, Nocht. Wird's natürlich auch härter. Ist das nicht abgefahren, diese Landschaft? Ja. Sind wir jetzt in der Eislandschaft anscheinend? Da könnte ja sein, dass dann die Göttin Shiva oder sowas kommt. Das ist echt ziemlich verrückt. Shiva ist auch eine Bestie. Irgendwas stimmt hier nicht. What the fuck? Was ist hier los? Was ist hier los? Ist wirklich umwerfend, oder nicht? Ich frage mich, ob das Schneewolken sind. Irgendwie unwirklich. Ist das nicht unglaublich? Irgendwie total unwirklich, meinst du nicht? Beinahe wie gemalt. Was zum Teufel hey, machst du was hier? Was soll das? Beruhig dich. Du machst mir ja richtig Angst. Halt's Maul! Lass das! Was ist? Was habe ich dir denn getan? Hoppala! Hallo? Dann kann ich doch nicht rein. Okay, dann ist er vielleicht wieder... interagieren? Still dich, du Dreckskerl! Sag mal, Nocte... Dieser... Bastard! Hilfe! Du machst mir richtig Angst! Genug mit dem Spaß jetzt! Hör auf! Lass das! Du belästigst die anderen Fahrgäste! Ich meine es todernst! Ich dachte, wir sind Freunde! Willst du mich wirklich umbringen? Ja. Natürlich! Du entkommst! Was führst du im Schilde? Wen willst du mir als nächstes nehmen? Du bist an allem schuld! Was soll das heißen? Wieso? Gibst du wirklich mir für alles die Schuld? Tu nicht so scheinheilig! Diesmal redest du dich nicht raus! Wie jetzt rausreden? Du machst mir ja richtig Angst. Ich bitte dich, hör mir zu! Schnauze! Okay, ich glaube, der Zug ist entgleist. Oder doch nicht? Eskelo. Ursprünglich ein Wüstengebiet, ist diese Region nach dem Tod der Eisgöttin Shiva teilweise von Eis- und Schneemassen bedeckt worden. Sie beherbergt Garnisonen und Waffenfabriken des Nilfheimer Imperiums. Kein Ort, an dem man sich länger als nötig aufhalten sollte. Ah, Shiva. Aber sie ist anscheinend schon tot. Die Eisgöttin. Bin ich jetzt fragt, ja, woher kennt ihr die Shiva? Von der hat er vorher schon geredet. Das ist auch eine Bestie aus den anderen Final Fantasy Teilen. Bei Final Fantasy 10, Final Fantasy 7 und so, da war sie überall dabei. Gab es so viele Bestien, Anima, Behemoth und. Nocht, alles in Ordnung? Arden, er ist hier. Wie? Arden? Er es war, der den Zug angehalten hat? Ich verstehe jedenfalls nur Bahnhof. Gladio und Ignis sind vorne in den Maschinenraum nachsehen gegangen. Wir könnten ja im hinteren Teil nach dem Rechten sehen. Okay. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir den finden. Was geht hier vor? Die anderen Fahrgäste sind in Gefahr. Ja, ich mach doch schon. Ob der...
sicher. Na, komm! Wir müssen im hinteren Teil nachsehen. Der Zug fährt immer noch nicht weiter. Überlassen wir den Maschinenraum Gladio und Ignis. Okay, gehen wir ans Zugende. Ist jemandem was passiert ist? Sie zerstören sich selbst. Wir dürfen sie nicht reinlassen. Ja, kämpfen wir draußen. Okay, Imperial MI stürzen sich auf den Zug. Vernichte sie, bevor sie ihm zu nahe kommen und ihn durch Selbstzerstörung zu sehr beschädigen. Da kommt was Großes auf uns zu. Da kommen noch mehr. Das nimmt ja gar kein Ende. Das sind verdammt viele. Schaffen wir das? Noch? Noch? Die besiegten Ämter stehen wieder auf! Okay, glaubt ihr schon einiges besser? Es werden immer mehr. Das nimmt kein Ende! Aufgestanden! Ist jemandem was? Kommt doch! Und jetzt nicht bewegen! Doch, die besiegten MI stehen wieder auf! Noch lange geht das nicht mehr gut. Na, ich brauche irgendwas für meine MP. Schon. Ein Panzer! Nacht! Kanto, bleib zurück! Ein imperialer Panzer will das Feuer auf den Zug öffnen. Warp dich zum Panzer und zerstöre, bevor der Zug zu sehr beschädigt ist. Uns. Anscheinend wollen sie den Zug angreifen. Dann müssen wir sie vernichten. Wie denn? Schieß. Oh, geht klar. Was soll ich jetzt machen? Imperiale Luftschiffe haben das Feuer auf den Zug geöffnet. Warp dich zu ihnen und zerstöre sie der Reihe nach, bevor der Zug zu sehr beschädigt ist. Wo mache ich das jetzt? Ah!
euch alle in die Luft jagen! Zerstöre dich für Luftschirm, indem du die Geschütztürme hackst oder die Minen an Bord zur Selbstzerstörung bringst, bevor der Zug zu sehr beschädigt ist. Vorsicht! Verkehr! Es geht abwärts! Wann mag das Spiel begonnen haben? So ein Penner. Kapitel 12. Eine Welt am Abgrund. Okay, damit würde ich sagen, machen wir jetzt auch einen Cut und schauen dann auf jeden Fall im Kapitel 12 weiter, wie es denn hier weitergeht. Bis dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann, reingehauen. Ciao, ciao, euer Andi.